Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich euch dieses kleine Ding hier vorstellen, so ziemlich das Beste, was Deutschland zu bieten hat, für 400 Euro. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist der Haudegen von Rough Stuff, ein Loden-Überwurf-Anorak, der eigentlich nur 340 kostet, für den ich aber 400 Euro ausgegeben habe. Warum? Dazu kommen wir später. Was ist denn erstmal Loden überhaupt? Das ist gewalkte Wolle, die 100% aus Deutschland kommt. So gibt es zumindest die Firma Rough Stuff selber an und mit verschiedenen Funktionen daherkommt. Die Wolle selber als Material wirkt temperaturausgleichend, das heißt, sie wärmt, als auch, dass sie das Klima reguliert, das am Körper ist, sodass man ihn auch bei ein bisschen wärmeren Temperaturen, wir haben jetzt heute zum Beispiel schon 13 Grad ungefähr, noch locker tragen kann. Gucken wir uns zusammen einfach mal an, was das Ding denn überhaupt kann. Der ganze Anorak besteht komplett aus diesem, bis auf natürlich Reißverschlüsse und Knöpfe etc., aus diesem Lodenmaterial hier in grün. Es gibt noch zwei andere Farben, braun und schwarz, und ist gar nicht mal so dick, wie man das vielleicht denken würde. So ungefähr einen halben Zentimeter dick, aber sehr robust. Wie ihr sehen könnt, ist das Material des Lodens am kompletten Anorak bzw. besteht daraus und ist auch länger geschnitten. Wir sehen das einmal. Und fühlt sich sehr wertig und angenehm an. Das muss man einfach mal dazu sagen. Vor allen Dingen Loden als Stoff ist einfach eine super Sache für uns Outdoorer, Bushcrafter, gerne auch Survivalisten. Denn sie ist widerstandsfähig und multifunktional super. Kostet dafür natürlich auch ein bisschen mehr. Der Lodenanorak hat eine Kapuze, die kommt ohne sonstige besondere Features daher. Man kann hier über zwei Kordeln das einfach nur enger stellen und wieder abstellen. Es ist kein Schirm oder etwas in der Richtung integriert. Das heißt, falls man einen richtigen, dauerhaften Regenschutz sozusagen haben möchte, dann muss man erstmal eine kleine Cap aufziehen. Einen kleinen Zahn muss ich übrigens ziehen. Das ist kein Material, das in einem Monsun dich komplett trocken hält. Dafür müsstest du noch extra einen Poncho überwerfen. Bei normalem Regen ist das aber normalerweise kein Problem, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Wie auffällt, dieser Kragen hier, der ist nicht zur Seite klapper oder so. Er baumelt sonst, das wäre eine normale Position, so vorm Gesicht rum und kann hier in der Enge und weiter über diesen Kordel hier unten reguliert werden. Ich habe für mich einfach gemerkt, dass es locker reicht, wenn man den so nach außen umkrempelt, wie man das manchmal mit Ärmeln macht. Und dann hat man das hier relativ frei. Und wenn man sich dann besser schützen möchte, dann macht man es wieder hoch und dann kann man das hier enger ziehen und wieder weitermachen. Hier unten haben wir ein kleines Molle-V, habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, aber man kann hier natürlich Sachen anbringen. So wie hier unten haben wir einen kleinen D-Ring zum Abschuss, an dem man nochmal mit dem Karabiner ein GPS-Gerät, ein Messer, ja, was du im Prinzip willst. Ja, wenn du da irgendwie vernünftig ein Bier oder eine Flasche oder einen Flachmann dran kriegst, dann geht natürlich auch das. Mit ein Herzstück dieses Anoraks ist diese riesige Känguru-Tasche hier. Man sieht, ich komme hier richtig tief runter. Also hier passt ordentlich was rein. Ich würde schätzen, ich kann jetzt hier ungefähr, also ich hatte gestern 4 Kilo Zucker da drin für meinen Wein. Den habe ich da einfach reingetan. Dann hast du natürlich so einen Bauch, aber es passt da auf jeden Fall rein. Und innen drin haben wir dann nochmal extra eine kleine Tasche mit 2 Reißverschlüssen auf jeder Seite, wo du dann nochmal besonders geschützte Sachen reintun kannst, wo auch nochmal ungefähr 2-3 Zuckerpäckchen reinpassen würden. Also wir reden hier von Kilopäckchen, ne? Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Also eine ganze Menge Platz. An den Seiten vom Anorak gibt es jeweils links und rechts einen Reißverschluss, den man aufmachen kann, womit dann die Enge ein bisschen eingeschränkt wird. Das heißt, man kommt besser an seine Sachen in der Hosentasche ran. Man kann ihn also sozusagen weitermachen und dann wieder enger. Genau dafür gibt es auch jeweils vorne und hinten nochmal ein Kordel, um das Ganze eng um die Hüfte rumzumachen, sodass das komplett abschließend hier ist. Tja, das waren die Grundfunktionen vom Haudegen von Rough Stuff für 340 Euro ungefähr in so ziemlich jeder Größe. Es gibt ihn, glaube ich, sogar bis 4XL, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall gibt es 3XL. Ich habe jetzt hier 2XL an und darunter habe ich noch ein bisschen Luft für einen dicken Pullover zum Beispiel. Ja? Warum hat meiner jetzt zum Beispiel mehr gekostet? Ja, ich habe extra Sachen haben wollen. Deshalb habe ich der Firma Rough Stuff direkt geschrieben, die übrigens auch den Vertrieb selber machen. Und habe da gefragt, was man so machen könnte, dieses und jenes. Man kann dank hauseigener Schneiderei fast alles machen, was man sich so vorstellen kann. Ich habe nicht alles
übernommen, was ich angefragt hatte, weil mir das dann zu viel Geld irgendwann geworden wäre. Aber zum Beispiel hatte ich noch gefragt, ob man hier so kleine Armtaschen, ja, so eine wie bei einer Skijacke für einen Pass und hier oben links noch so eine Extratasche machen könnte. Habe ich dann nicht gemacht. Dafür habe ich zwar andere Sachen bestellt. Und zwar einmal eine Niederwildtasche auf dem Rücken und nochmal den Anorak verlängern lassen um 7,5 cm. Tja, und so bin ich insgesamt auf einen Preis von 400 Euro gekommen. Natürlich ein sehr stolzer Preis. Das muss man bereit sein auszugeben, wenn man so etwas natürlich haben möchte. Weil, kommen wir einfach mal zu meinem Fazit, wie ich das ganze Produkt oder den Haudegen einfach an sich finde. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Jacke oder einen Überwurf oder was auch immer, wie du es nennen willst, das so hochwertig war, sich so angenehm angefühlt hat, so sehr den Qualitätsstandard, die ich mir wünsche, entspricht und so multifunktional ist. Die Verarbeitung ist top, alle Reißverschlüsse gehen super, die Nähte sind toll. Es gibt ein paar kleine Ausfransungen, ja, da habe ich auch schon eine E-Mail zurückgeschrieben. Das ist aber nichts, was man nicht selber auch innerhalb von 30 Sekunden selber reparieren könnte. Das Material Loden fühlt sich super an. Es ist auf der nackten Haut und wenn du so mit der Hand drüber gehst, ist es einfach fantastisch. Und was das Allerwichtigste ist, das Klima innerhalb von diesem Anorak ist top. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich habe den jetzt an von bis minus 5 Grad bis, ich glaube, das höchste war einmal 15 Grad. Und je nachdem entsprechend, was ich drunter gezogen habe natürlich, war es immer angenehm. Also jetzt gerade zum Beispiel sind ungefähr 11 Grad. Ich habe praktisch fast nichts an, außer ein dünnes Hemd über dem T-Shirt und das ist einfach super angenehm. Ich lag auch eben in der Hängematte ein Dreiviertelstündchen drin. Kann man absolut nichts mit falsch machen. Beim Wandern wird mir ein bisschen warm, aber der Schweiß wird sofort abtransportiert außerhalb vom Anorak und das ist super. Das hier ist noch keine abschließende Review, denn ich habe das Ding erst ungefähr 3 Wochen. Das heißt, ich werde mich irgendwann nochmal zurückmelden, wenn ich das auch nochmal in verschiedenen anderen Sachen getestet habe. Also zum Beispiel nochmal im Hochschnee. Auf Wandertouren möchte ich es einmal mitnehmen, auf jeden Fall, und gucken. Ich glaube, dass es besser sein wird als alles, was ich bis jetzt hatte. Aber wir werden das dann natürlich in der Praxis überprüfen. Bis jetzt bin ich aber guter Dinge, weil das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt, selbst wenn das echt meinem Geldbeutel wehgetan hat. Aber davon bin ich super begeistert. Ich kann natürlich verstehen, wenn nicht jeder bereit ist, so viel Geld auszugeben. Ich bin halt sehr, sehr viel draußen und dafür eine Sache zu haben, der Jahrzehnte wahrscheinlich halten wird, weil du kannst ihn ja auch immer reparieren. Der Stoff Loden an sich ist natürlich widerstandsfähig, sodass wenn mal Nähte reißen und einen Reißverschluss reißen, es sich lohnt, das zu reparieren, sodass das dann mehrere Jahrzehnte hält. Also vielleicht werde ich das Ding sogar vererben, ich weiß es nicht, kommt natürlich drauf an, sowas kann man ja nie im Voraus sagen. Aber so wie sich die Qualität dieses Produktes bis jetzt bei mir bemerkbar macht, gehe ich davon ziemlich aus. Alles klar, das war auch schon der ganze Überblick über den Rough Stuff Haudegen. Ja, schau gerne mal auf der Website vorbei. Ich gucke mir gerne mal so Sachen an, selbst wenn ich sie nicht immer kaufe, ja, um einfach mal auch zu wissen, was so das Beste ist, was es so mit auf dem Markt gibt. Natürlich kann ich nicht sagen, ob das jetzt ein besserer ist als von anderen Marken, die für Jäger zum Beispiel herstellen, weil ich ja nicht alles in der Hand hatte. Trotzdem muss ich sagen, dass es das Beste ist, was ich bis jetzt in meinem Leben in der Hand hatte. Und ich hatte schon einige Jacken und alle Arten von Oberbekleidung in der Hand und ich bin top begeistert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, da ist der Tag mit gerettet. Hier unten auf dem Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, oder kommst auch auf den Button zu meinem Haupt-Outdoor-Kanal, wo ich ein paar kleine Touren mache und das Ding natürlich dann auch immer mal wieder teste. Aber hier gibt es dann natürlich die Reviews dazu. Unten in der Beschreibung Ausrüstungslinks, Informationslinks, Social Media etc. etc. Ihr kennt das Spiel. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.